Herzlichen Dank, Kollege Reul. Das Wort hat der Kollege Bernd Vohl, AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Über den vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2020 lässt sich vieles sagen, jedoch nichts, was dem Bild entspricht, welches die Landesregierung damit zeichnen möchte. Die in der begleitenden Presseinformation inflationär gebrauchten Euphemismen wie nachhaltig, sicher, klug, vorausschauend kommen nicht einmal mit dem Ihrer Politik geneigten Beobachter in dieser Fülle in den Sinn. Und hier bin ich eins mit dem Kollegen Weiß, der dieses auch schon angesprochen hatte. In dem vorgegebenen zeitlichen Rahmen ist es nicht möglich, auch nur ansatzweise auf alle im Haushaltsplan festgehaltenen Fehlkonstruktionen einzugehen. Ich werde mich daher in meinen Ausführungen auf die Darstellung einiger besonders drastischer Unstimmigkeiten beschränken müssen. Punkt 1. Wie die Landesregierung verkündet, ist vorgesehen, dass die Ausgaben im Jahre 2020 stärker steigen werden als die prognostizierten Einnahmen. Damit ist ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von 255 Millionen € zu erwarten. Ich frage Sie, Herr Finanzminister, warum gelingt es Ihnen nicht, die Ausgaben in einer Weise zu regulieren, dass diese eingedenk der gestiegenen Einnahmen den haushaltspolitischen Vorgaben genügen? Die von der Landesregierung vielbeschworene Kehrtwende in der Haushaltsführung war damit tatsächlich von sehr überschaubarer Zeitdauer. 2020 gelingt nämlich der Haushaltsausgleich allein durch den Verzehr von Rücklagen. Während sich die Landesregierung für die Schuldentilgung von gerade einmal 100 Millionen € in großzügiger Weise Eigenlob zukommen lässt, entnimmt die tatsächlich unter dem Strich mehr als 355 Millionen € aus dem Rücklagentopf. Punkt 2. Wenn man Ihnen, Herr Finanzminister, Glauben schenken darf, ist dies aber nur eine temporäre Finanzierungslücke. Genauer gesagt soll bereits im Jahr 2021 wieder ein Plus verbucht werden. Tatsächlich jedoch ist für die Folgejahre 2021 und 2022 vorgesehen, jeweils Mittel aus den Rücklagen zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass die geplante Rücklagenauflösung auch im Jahre 2021, und zwar abzüglich der Zuführung, immer noch größer sein wird als die für dieses Jahr beabsichtigte Schuldentilgung in Höhe von 100 Millionen €. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schlichtweg unseriös, wenn die Landesregierung eine solche Haushaltspolitik als nachhaltig und vorausschauend bezeichnet. Punkt 3. Bei Betrachtung des Altschuldenberges in Höhe von sage und schreibe 42,6 Millionen € fällt die beabsichtigte Schuldentilgung von jährlich 100 Millionen € selbst dann, wenn die gleichzeitige Rücklagenentnahme außer Acht bleibt, überaus bescheiden aus. Bricht man die Altschulden einmal auf die hessische Bevölkerung herunter, ergibt sich folgendes Ergebnis. Bei ca. 6,2 Millionen Einwohnern im Jahre 2018 hatte jeder hessische Bürger Schulden in Höhe von ca. 6.800 € zu tragen. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich bitte einmal vor, Sie persönlich hätten 6.800 € Schulden und würden es zugleich in Ihrem persönlichen Umfeld als einen großen Erfolg darstellen, hiervon unter denkbar besten wirtschaftlichen Bedingungen jährlich sage und schreibe 16 € zu tilgen. Lachsalben wären Ihnen als Reaktion Ihrer Umgebung ganz bestimmt gewiss. Damit dürfte hierzu wohl alles gesagt sein. Aber damit nicht genug.
Trotz der gegenwärtigen günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellt die Landesregierung die geplante minimale Schuldentilgung unter Vorbehalt, indem sie diese auch noch an den Fortbestand der herrschenden außergewöhnlichen positiven Rahmenbedingungen knüpft. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die beabsichtigten Maßnahmen der Landesregierung zur Abtragung des Schuldenberges weder originell noch ambitioniert sind. Punkt 4. Lassen Sie mich nun zu einem besonders delikaten Thema kommen. Die Landesregierung bekennt sich zur Schuldenbremse. Sie spricht gar von einer Priorität ihres finanzpolitischen Kurses. De facto übt sie sich dagegen, lassen Sie mich einmal so ausdrücken, in einer Form der kreativen Buchführung. Hier ist besonders der Rückgriff auf Neben- und Schattenhaushalte zu betonen, welcher ganz klar dem Geist der Schuldenbremse widerspricht. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Übernahme der Kassenkredite im Rahmen des Programms Hessenkasse in die Bücher der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen zu nennen. Wie von der Landesregierung selbst bekundet wird, würde diese bei Einstellung in den Haushalt zur Nichteinhaltung der Schuldenbremse führen. Es erschließt sich unserer, der AfD-Fraktion, nicht, wie die Landesregierung einerseits die Schuldenbremse zu einer zentralen Priorität ihres finanzpolitischen Kurses erhebt und andererseits sie ganz offen umgeht. Es ist zugleich ein Gebot der Redlichkeit einzuräumen, dass die Hessenkasse in der heutigen Situation mit vielen unverschuldet in finanziellen Schieflage geratenen Gemeinden ein ökonomisch notwendiges Instrument darstellt. Nichtsdestotrotz ist unseres Erachtens die Variante vorzuziehen, wo der Finanzminister den Gemeinden ihre Mittel belässt und diese nicht, wie mit der neuen Heimatumlage geplant, jene bereits im Vorfeld entzieht. In diesem Falle bedürfte es weder der Einrichtung sogenannter Schutzschirme, noch wäre die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ein Kandidat für eine Bad Bank. Ein weiteres Vorhaben der Landesregierung, welches in der vergangenen Plenarwoche von mir thematisiert wurde, betrifft die im Rahmen von Public-Private-Partnership-Verträgen geregelten Kosten zur Sanierung von Liegenschaften der Bereitschaftspolizei, welche aus dem Haushalt herausgelöst werden sollen. Losgelöst von Transparenzfragen erscheint dies im Hinblick auf die schlechten Erfahrungen, die mit dem LEO-Programm bisher gemacht worden sind, äußerst fragwürdig. Es ist vielmehr absehbar, dass man in 10 Jahren in diesem Hohen Hause die Frage aufwerfen wird, wie es dazu kam, dass man erneut, wider besseren Wissens, so viel Geld zum Fenster hinausgeworfen hat. Grundsätzlich wäre im Hinblick auf die Adäquatheit dieses Vorhabens zu prüfen, ob in der gegenwärtigen Niedrigzinsphase die Sanierung der Liegenschaften in Eigenregie des Landes nicht ökonomisch die günstigere Variante gewesen wäre. Lassen Sie mich nun den Versuch einer vorläufigen Bilanzierung vornehmen. Sehr geehrter Herr Finanzminister, ich möchte Ihnen nur ungern Ihre Illusionen nehmen, aber selbstlos für das Erzielen eines vermeintlichen Haushaltsausgleiches, welch selbst unter Anwendung kreativer Buchführung nur durch den Verzehr von Rücklagen erreicht werden kann, ist völlig unangebracht. Noch desaströser erscheint Ihre Haushaltspolitik jedoch, wenn man sich den immensen Schuldenberg von 42,6 Milliarden € vergegenwärtigt, in diesem Ihre nicht nennenswerten Tilgungsraten gegenüberstellt. Aberwitzig werden die Bemühungen, Ihre Haushaltspolitik als nachhaltig und vorausschauend darzustellen, jedoch vollends, wenn man einen Blick auf den im Geschäftsbericht ausgewiesenen, nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlvertrag wirft. Im Jahre 2018, nachdem im Jahre 2018 zu einem doppischen Haushaltsausgleich 9,4 Milliarden € fehlten und sich der Fehlbetrag bis zum 31.12.2018 somit auf 120,1 Milliarden € erhöhte, hofft die Landesregierung für 2019 auf ein negatives Jahresergebnis von lediglich 2 Milliarden €.
Hier schlägt sich mitunter die Kreditaufnahme für die Hessenkasse nieder. Da die Regierung künftig verstärkt Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen ausweisen wird und muss, welche einen Großteil der doppelten Schulden ausmachen, müssen wir damit rechnen, auch im Jahre 2020 von einem doppelten Haushaltsausgleich weit entfernt zu sein. Sehen Sie mir bitte meinen in diesen Worten zum Ausdruck kommenden Pessimismus nach. Aber es steht zu befürchten, dass sich die Entwicklung des Jahres 2018 entgegen der Prognose der Landesregierung fortschreiben wird und der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag im Jahre 2020 bereits die 140-Milliarden-Grenze überschreiten wird. Die Diskrepanz zwischen dem haushaltspolitischen Anspruch der Landesregierung und ihrer tatsächlichen Haushaltspolitik sollte bei jedem denkenden Menschen unabhängig von seiner politischen Verortung tiefe Sorgenfalten auf der Stirn hinterlassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Da Sie sich untereinander die Redezeit aufgeteilt haben, darf ich nun Herrn Heidkamp, der sich zu Wort gemeldet hat, für die AfD ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Besucher! Ich kann mich den Worten unseres Herrn Bernd Vohl uneingeschränkt und zustimmend anschließen. Der Finanzplan für die nächsten 4 Jahre ist eine gute buchhalterische Unterlage, aber ohne Ambitionen, ohne Strategie und sogar etwas wirklichkeitsfremd. Die Buchhaltung dieser Firma ist deutlich besser als die Geschäftsführung. Schon die Darstellung des wirtschaftlichen und finanzpolitischen Umfeldes der Jahre 2019 bis 2023 passt überhaupt nicht in das besorgniserregende Bild der aktuellen nationalen und internationalen Berichterstattung. Exemplarisch dazu zitiere ich sinngemäß regelmäßig erscheinende Artikel, z. B. aus der FAZ. Herr Weiß beruft sich ja auf die Bild-Zeitung. Linke Tasche, rechte Tasche, schuldenfrei in 400 Jahren. Beides kritische Kommentare zu diesem Finanzplan. Die Regierung ist dabei, die deutsche Industrie zu ruinieren. Ein Kommentar zu der ruinösen Energiepolitik. Fiskus kassiert weiterhin kräftig ab. Ein Kommentar zu der immer weiter ansteigenden Steuer- und Abgabenlast bei einer sich schon in einer Rezession befindlichen Wirtschaft. Es handelt sich dabei nicht um reißerische Meldungen im luftleeren Raum. Die Zahlen der Finanzplanung und die Bemerkungen zwischen den Linien bestätigen diese Sorgen. Aber drohende Defizite heißen im Finanzplan dann euphemistisch Handlungsbedarf, ohne zu sagen, was man tun muss. Nicht exogene Faktoren wie Brexit, Trump oder andere Katastrophen, sondern die Folgen eigener politischer Fehlentscheidungen gefährden unsere Zukunft. Diese Entscheidungen wurden und werden hauptsächlich in Berlin getroffen und weniger in Wiesbaden. Aber das sind ja Ihre Parteifreunde, und die lecken ja zurzeit ihre Sünden. Der geplante Schuldenabbau über 5 Jahre erweist sich als Fata Morgana. Ausgehend von 15 Milliarden € im Jahre 1992 wuchsen die hessischen Schulden auf über 43 Milliarden €, also fast auf das Dreifache. Angesichts dieses Desasters ist nun von 19 bis 23 eine schon fast vernachlässigbare Tilgung von 100 Millionen € im Jahr, also 500 Millionen € in 5 Jahren geplant. Dabei handelt es sich in Wirklichkeit, wie ja meine Vorredner auch schon bemerkt haben, nur um eine reelle Tilgung von 122 Millionen €, da 378 Millionen € aus den Rücklagen entnommen wurden. Allein schon angesichts der demografischen Entwicklung und den damit einhergehenden Herausforderungen kann dies nicht als verantwortliche Finanzpolitik bezeichnet werden. Die Auswirkungen werden uns mit ganzer Wucht schon ab 2035 treffen. Bürger, die nach einem vollen Erwerbsleben mit Eckrenten in Zukunft unter 1.500 € rechnen müssen, rät die Regierung mit Nachdruck und zu Recht zu eigener Vorsorge, weil der Generationenvertrag gefährdet ist. Wo, Herr Dr. Schäfer, ist in Ihrem Haushalt eine entsprechende Vorsorge zu finden? Das reinste Entsetzen würde ausbrechen,
wenn man den Haushalt mit Zinsen neu berechnen würde, wie sie zur Zeit der Bundesbank und der D-Mark noch normal waren. Aufgrund der aktuell niedrigen Zinsen kam es schon allein für das Jahr 2019 zu einer Entlastung von 1,6 Milliarden, die sich dann in der Planung irgendwie in Luft aufgelöst haben. Davon ist im Weiteren keine Rede mehr. Diese Entwicklung ist aber kein Grund zur Freude. Der Preis, den auch hessische Bürger dank Euro und Herrn Draghi für die Entlastung des hessischen Haushalts zahlen, ist ein realer Zinsverlust für private deutsche Geldvermögen von 124 Milliarden, also 9 Milliarden Euro pro Jahr für die Hessen alleine. Ein schlechtes, Herr Boddenberg, ein schlechtes Geschäft, ein schlechtes Geschäft, ein schlechtes Geschäft. Frau Lagarde, eine weitere Koryphäe der mediterranen Schule, übernimmt die EZB am Freitag, und wir erwarten nicht, dass es mit ihr besser wird. Das Blutbad für den deutschen Sparer wird wohl in die Verlängerung gehen, Herr Boddenberg. Deutschland übernimmt international in einer gewissen Hybris, freiwillig, ohne jeden Zwang, weltweite Aufgaben, für die eigentlich die UNO und die UNHCR zuständig sind. Hessen weist für die Periode 2015 bis 2020 Kosten aus für die zu uns geholten Flüchtlinge von 7,3 Milliarden Euro, davon allein 1,5 Milliarden für Ausgaben außerhalb des Asylbereichs. Sie bleiben ja auch immer bei Ihren Themen. Das sind wohl Menschen, die schon lange wieder in ihre Heimatländer hätten zurückkehren müssen. Wir vermuten aber, dass sich in verschiedenen Positionen noch ganz andere Dimensionen verbergen, z.B. Konten wie Grundsicherung für Arbeitssuchende, weitere 2,3 Milliarden für 2019 bis 2023, da die Hälfte der Hartz-IV-Bezieher mittlerweile einen Migrationshintergrund hat, dürften sich da Überraschungen verbergen. Die wirkliche Bombe aber liegt bei dem größten Brocken, den Personalkosten, mit ca. 38% des Haushalts ohne LFA. Hier kumulieren sich immerhin 57,4% der gesamten Schulden des Landes mit steigender Tendenz. Die Zuführungen aufgrund des hessischen Versorgungsrücklagengesetzes reichen einfach nicht aus. Trotz aller Maßnahmen erreicht die Nachhaltigkeitslücke in der Vermögensrechnung schon 2017 den schwindelerregenden Betrag von 70 Milliarden €. Nach einer langen Zeit des Abbaus der Strukturen für Justiz, Polizei und Bildung kam es nach den Ereignissen im Herbst 2015 zu einer abrupten Umkehr. Seither müssen Justiz, Polizei und Bildung wieder massiv ausgebaut werden, ohne dass die eigene Bevölkerung wächst oder dafür verantwortlich gemacht werden könnte. Das Angenehme für die Regierung ist dabei, ich kann Ihnen leider nicht antworten, ich habe nur 10 Minuten. Das Angewohnte für die Regierung ist dabei, dass es sich hier schwerpunktmäßig um Beamte handelt, deren Pensions- und Versorgungsansprüche fallen erst Jahrzehnte später an, müssen erst einmal nicht finanziert werden und tauchen in der Planung noch gar nicht auf. Die ohne wachsende Schulden auf keinen Fall mehr darstellbaren Versorgungskosten fallen später an, wenn die Babyboomer der deutschen Rentenversicherung schon beim Aldi die Regale auffüllen würden. Auch ohne diese Neueinstellungen erhöhen sich die Personalkosten von 19 bis 23 um 18% und die Versorgungsausgaben um stolze 23%, also 5% schneller. Da ist richtig Dampf im Kessel. Da wir wissen, was aufgrund der demografischen Entwicklung mit mathematischer Sicherheit auf uns zukommt, müssen wir eigentlich anfangen, in den Haushalten unnötige Ausgaben zu reduzieren und aus diesen Einsparungen die notwendigen Investitionen für die Zukunft zu finanzieren. Wir müssen die Haushalte ausmisten. Deutschland wird in weniger als 20 Jahren in Europa das Land sein mit der unsichersten, aber dafür teuersten Energieversorgung, Herr Tarek-Al-Wazir. Nicht gut für ein Industrieland. Anstatt die reichlichen Renditen aus den bestehenden, sicheren, sauberen und abgeschriebenen Kern- und Kohlekraftwerken abzuschöpfen und in die Forschung und Entwicklung neuer Energieformen und Träger zu stecken,
bauen wir diese Kraftwerke vorzeitig ab und bezahlen auch noch gewaltige Restrukturierungskosten für betroffene Länder und Menschen. Wir investieren in die Vergangenheit. Das sind gefährliche Hypotheken für die Einkommen nicht nur der direkt betroffenen Bürger und in Folge für die Steuern und Leistungen in die Sozialsysteme, letztendlich für unsere Haushalte. Wenn wir uns in Bezug auf unsere Staatsgrenzen weiterhin so verhalten wie bisher, werden wir gezwungen sein, Millionen von Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten aufnehmen zu müssen, mit gewaltigen Kosten und fragwürdigen Beiträgen zu unserem und dem Wohlstand unserer Kinder. Die Rettungsmaßnahmen und Aktionen der EZB vernichten zuverlässig unser Volksvermögen, machen unsere Währung kaputt. Es hat etwas Zynisches an sich, angesichts der sich ankündigenden Währungsreform, die Menschen noch zum Sparen anzuhalten. Es geht nicht mehr um das Wann, es geht nur noch um das Ob. Gute Nachrichten sind von der EZB und von Frau Lagarde wohl nicht zu erwarten. Große Pensionskassen und private Krankenversicherungen sehen ihre Reserven schmelzen, können bald nur noch mit Zuzahlungen und Nachschüssen liquide gehalten werden. Das wird die Industrie und den Staat sehr teuer zu stehen kommen. Herr Heidkamp, kommen Sie bitte zum Schluss. Die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Verlassen Sie die Irrwege, solange es noch geht. Wenn wir den richtigen Gedanken der kommunalen Selbstverwaltung noch irgendwie am Leben erhalten wollen, dann kann es nicht richtig sein, mit erstaunlicher Regelmäßigkeit alle paar Jahre milliardenschwere Hilfsgräbe des Landes auflegen zu müssen. Hoffentlich ist das kein Machtmittel der Landesregierung. Danke schön. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Schardt-Sauer zu Wort gemeldet. Werte Präsidentin, werte Damen und Herren Kollegen, liebe Kollegen von der AfD, gestatten Sie mir eine Bemerkung, die auch mit einer Bemerkung in Richtung der Regierungsfraktionen verbunden ist, über dessen Dünnhäutigkeit ich ein bisschen erstaunt war. Mir wurde ja als Neuling gesagt, Haushaltsdebatte geht's ab, da wird die Regierung ein bisschen kritisiert. Sie wissen, Sie kennen das Spiel ja auch. Und lieber Herr Reul, ich weiß gar nicht, warum Sie sich da so anstellen. Lob, wo Lob angebracht ist, Tadel, wo Tadel angebracht ist. Wobei dem Tadel allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle schon einmal sagen, weil das hat mich in der Tonlage sehr betroffen gemacht, zumal nach der Debatte, die wir hier in diesem Haus heute Vormittag geführt haben, und nach den Worten des Ministerpräsidenten. Sie verbreiten ein Wording, das ist schon bemerkenswert. Ich dachte, Haushalt, okay, man muss ein paar Bilder einbauen, damit nicht alle einschlafen während der Rede, ein bisschen lebendiger machen angesichts der Länge. Aber ob es Wörter braucht in einer demokratischen Streitkultur, die da sind, ich habe mal nur ein paar mitgeschrieben, Blutbad, Ausmisten, Währung kaputt, da kriege ich komische Erinnerungen, und das ist nicht der Stil, das meinte ich, Lob und Tadel im fairen Miteinander, hart in der Sache, aber in der demokratischen Grundlinie. Das wünsche ich mir. Vielleicht überlegen Sie sich das einmal für die nächste Lesung. Sie haben ja noch ein bisschen Zeit und ein paar Haushalte, wo Sie hier üben können. Aber vielleicht wollen Sie das auch gar nicht. Vielleicht wollen Sie immer wieder diese Grenzen einreißen und eine andere Kultur einführen. Wir werden uns dagegen stellen. Und ich versuche jetzt Lob, wo es welches gibt. Sie können ja mal suchen, wie bei Ostern. Tadel, wo Tadel angemessen ist. Und das ist der Geist einer Haushaltsrede von Freien Demokraten. Und da muss man ja eines sagen. Dieser Finanzminister, diese Landesregierung, die müsste eigentlich auf Wolke 7 schweben, lächeln, dauergrinsen, weil sie haben dauerhaft Mehreinnahmen. Eine prosperierende Wirtschaft und vor allen Dingen, das sollte man immer auch bedenken, wenn wir hier reden über etwas,
Das alles kommt von fleißigen Bürgerinnen und Bürgern und fleißigen Firmen, fleißigen Handwerkern und einer Industrie, die jeglicher Bürokratie und Barrieren von staatlicher Gewalt widersteht. Von daher kommt das Geld, es sprudelt und sprudelt, der Wasserhahn der Einnahmen. Ja, er verliert etwas an Tempo, Herr Finanzminister, aber es bleibt dabei, in Hessen steigen die Einnahmen kontinuierlich an. Wie sieht dann jetzt aber da der konkrete Befund um diesen Wasserhahn aus? Die Einnahmen steigen um 5,2% auf 28 Milliarden Euro. Ich vernachlässige jetzt mal der Kürze halber die Zahlen immer dahinter. Aber es gibt immer noch, das ist ja dieses erste Wortspiel, was der Finanzminister gerne macht, wir reden über Steuermehreinnahmen. Etwas sinken, aber es ist immer noch mehr. Und ja, es gibt etwas weniger mehr, aber es bleibt mehr. Und ehrlich gesagt, die heutige dpa-Meldung, also auch die Mai-Steuerschätzung, sieht eine Verringerung um 17 Millionen für 2020, also 17 Millionen weniger, als man noch im November 2018 angenommen hat. Und wir reden über 28 Milliarden. Da sind diese kleinen Einnahmerückgänge wahrlich kein Problem. Wie gesagt, die Einnahmen sind kontinuierlich gewachsen. Und der Finanzminister, wenn man sich die mittelfristigen Zahlen mal anschaut, rechnet auch in den kommenden Jahren mit steigenden Einnahmen für sich. Denn 2023 sollen es 31,5 Milliarden sein. Das bedeutet 2,5 Milliarden Euro mehr als im kommenden Jahr. Und das ist Befund Nummer eins. Hessen hat kein Einnahmeproblem. Der Wasserhahn versiegt nicht. Das sind wunderbare Voraussetzungen, und deshalb wäre eigentlich Wolke 7-Mimik angesagt, um einen Haushalt aufzustellen, der nachhaltig ist, um einen Haushalt aufzustellen, der gerecht gegenüber den nachfolgenden Generationen ist, und einen Haushalt, der langfristigen Handlungsspielraum schafft. Doch was bekommen wir hier vorgelegt? Mit solider, verantwortungsbewusster Haushaltsführung hat das nichts zu tun, was uns hier vorgelegt wird. Nochmals, es gibt kein Einnahmeproblem. Das ist, wie gesagt, schon eine Luxusposition. Im Gegenteil, diese steigen. Aber das wird alles in Hessen neutralisiert, bemerkenswert getoppt durch höhere Ausgaben. Die Ausgaben steigen um 6,7% auf immerhin jetzt 29 Milliarden. Das nennt man dann so, das sind immer diese schönen Begrifflichkeiten, das nennt man expansive Ausgabenpolitik. Man sollte es eher beim Namen nennen. Jeder solide Kaufmann weiß es, nicht mehr ausgeben, als man hat. Doch solche Werte wie eine solide Haushaltsführung, eine Politik, die rechnen kann, das scheint bei Schwarz-Grün nicht vorhanden zu sein. Aber Sie haben nicht nur mehr Geld, Sie geben noch mehr Geld aus, als Sie haben. Sie greifen auch noch ins Sparschwein für den Haushaltsausgleich, sozusagen der dreifache Rittberger. Der Haushaltsausgleich, der gelingt nämlich nur durch den Rückgriff in die Rücklagen. Diese Rücklagen sind nicht na und, das zeigt Ihre Haltung gegenüber denen, die da mal kommen oder die vielleicht hier mal sitzen. Diese Rücklagen sind für wirtschaftlich schwierige Zeiten vorgesehen, werte Kollegen der Regierungskoalition. Und es stellt sich schon die Frage, wie ist es dann um die finanzielle Lage, die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Hessen bestellt? Ja, es scheint noch überwiegend die Sonne am Konjunkturhimmel. Doch die Eintrübungen sind deutlich, werden vielfach diskutiert, bewegen sogar eine Bundesregierung. Und eines ist auch klar, die Zinsen sind niedrig. Das ist eine Herausforderung, um es mal positiv neutral zu formulieren im Wording. Doch das wird nicht ewig so bleiben. Und was passiert dann? Was passiert dann auf allen Ebenen mit den Haushalten? Und wo ist Ihr Sparschwein? Das haben Sie dann geplündert, Herr Kaufmann. Und dafür, werter Herr Reul, ach da, er kommt mir immer näher. Ich habe ihn da gesucht.
Dafür sind Rücklagen da, nicht um sie in der jetzigen Situation, wo alles sprudelt, disziplinierte Haushaltsführung reichen würde, dann auch noch ans Sparschwein zu gehen, das ist wenig verantwortungsbewusst gegenüber der nachfolgenden Generation. Und betrachtet man sich mal genau diese Ausgabenseite, fallen doch einige Blöcke ganz besonders aus. Die Personalausgaben, da haben Sie ein Plus von 600 Millionen €. Bei den Investitionen sind es plus 160 Millionen €. Beim kommunalen Finanzausgleich plus 788 Millionen €. Lassen Sie mich zunächst zu den Personalausgaben kommen. Wir Freien Demokraten haben erhebliche Zweifel, ob alle neuen Stellen notwendig und sinnvoll sind. Der Finanzminister hat es sehr expansiv in seiner Einbringungsrede ausgeführt, den Nachtragshaushalt schon. Aber im Nachtragshaushalt 2019, es ist ja noch nicht so lange her, wurden bereits in verschiedenen Ministerien zusätzliche Stellen für die Umsetzung, ich wusste gar nicht, dass es ein so galaktisches Gesetz ist, dass es ganze Fußballmannschaften an Personal bedarf, ist die Umsetzung des Online-Zugang-Gesetzes und der digitalen Modellbehörde. Es scheint nicht auszureichen, was schon der Befund war für den Nachtragshaushalt. Nein, auch in diesem Haushalt. Und, lieber Kollege Weiß, es sind noch mehr. Man darf ja nicht immer nur den Nukleus sehen des Digitalministeriums, oder ich würde eigentlich langsam dazu übergehen, es eine digitale Abteilung zu nennen. Das bremst aber Ihr Wachstum nicht. Für diesen Themenbereich sind insgesamt in allen sozusagen Filialbetrieben für das Online-Zugangsgesetz, das sozusagen dann wirklich die Welt voranbringen wird, sind weitere 115 Stellen geschaffen worden. Und wohlgemerkt, strategische Aufgabenplanung nennt man das, glaube ich, für eine Aufgabe, die seit vielen Jahren klar ist und besteht. Ist das das Grundkonzept Digitalisierung? Weil Online-Zugangsgesetz hat ja per se noch nichts mit Digitalisierung zu tun. Diese Haushaltsdaten jetzt im Haushalt 2020 zeigen. Wir haben zwar jetzt gehört, dass Frau Sinemus schon Berater hat, aber die arbeiten wahrscheinlich noch an dem Grundkonzept Digitalisierung. Das muss strukturell und personell unter die Lupe genommen werden. Eigentlich sollte dort Kompetenz, Innovation und vor allem Stellen gebündelt werden. Stellen entstehen neue. Ja, aber leider in der Abteilung der Staatskanzlei oder Ministerium kann man sich noch ein bisschen aussuchen vom Wortwettbewerb. Aber hat die Abschmelzung in den anderen Ressorts stattgefunden, in den Filialbetrieben? Ja, Pustekuchen, Fehlanzeige. Die wachsen nämlich auch. Und es sind erneut, weil das können ja anscheinend wirklich nur die Häuptlinge, die Digitalisierung, erhebliche Stellenanhebungen und zusätzliche Stellen in Ministerbüros, Stabsstellen, Beratungsaußenstellen, Kompetenzzentren usw. so vorgesehen. Summa summarum, die Apparate werden ja, einfach weiter aufgebläht. Und das Stichwort Pensionslasten, die auch kontinuierlich steigen, nicht nur die Stellenzahl. Und das sind wirklich massive Kredite, die wir eingehen zulasten der kommenden Generationen. Personalbestand in der öffentlichen Verwaltung. Er ist da. Er ist da, er bleibt bis zum Pensionsalter, und dann kommen die eigentlichen finanziellen Verpflichtungen. Die Rückstellung, dieses sogenannte Alterssparbuch, was dann immer sehr offensiv in einer der vielen Pressekonferenzen, die wir ja da sehr oft, die uns gegönnt werden, dieses Alterssparbuch, da ist ja maximal mal ein Groschen drin. Das dauert ja, bis das wirklich mal voll ist. Und auch das ist eine Hypothek für die kommende Generation. Genauso muss sich die Landesregierung, da vermissen wir ebenfalls Lösungskonzepte, wird auch ein Teil der weiteren, der intensiveren Beratungen mit Sicherheit sein. Aber wie sieht es dann aus mit den geschaffenen Stellen in den letzten Jahren? Inwieweit können die dann besetzt werden? Das ist in vielen Themenfeldern, wenn ich mich an die Diskussion um die Frage Unterrichtsausfall, es fehlen die Lehrer im Justizbereich. Was nutzen dann diese ganzen Planstellen, wenn da keine Menschen dahinter sind, sich loben und feiern zu lassen für das bloße Schaffen, aber nicht besetzen notwendiger Stellen?
Justizministerin hat auch wieder eine Pressekonferenz gemacht. Der Bildungsminister ist dann ein bisschen zurückhaltender im Innenbereich. Ja, aber die Stellen müssen besetzt sein. Das sollte insgesamt der Anspruch sein. Und da vermissen wir Zukunftskonzepte. Wir müssen uns, glaube ich, alle übergreifend Gedanken machen, wie die öffentliche Verwaltung, wie das Land ein attraktiver Arbeitgeber wird. Und vielleicht ist der Kampf um die Planstellen, das gebe ich jetzt einfach mal als offenen Impuls in die Runde, nicht der eigentliche Kampf, sondern der eigentliche Kampf wird sein, und da müssen wir uns schon fragen, wie manche Immobilien aussehen, wieso der öffentliche Dienst ausgestaltet ist. Und in diesem Wettbewerb um Menschen, um kluge Köpfe, dass die sagen, cool, ich will zum Land Hessen. Irgendwie dieses cool scheint noch nicht ganz angekommen zu sein angesichts der offenen Planstellen. Aber das ist die Herausforderung, wenn der Staat in vielen Bereichen seinen Verpflichtungen nachkommen will. Sicherheit, Bildung, Infrastruktur. Ohne die Menschen auf den Stellen geht es nicht. Hier fehlt jegliche Fantasie. Ja, ein Instrument könnte sein, das, was beim Land ist, attraktiv zu machen, Hessen attraktiv zu machen. Ja, aber leider bei den Investitionen würde die sogenannte expansive Ausgabenpolitik, finde ich ein tolles Wort, eine Trendwende erreichen. Bei den Investitionen, dann wäre das gut, das wäre nachhaltig. Aber in Hessen sinkt die Investitionsquote unter Schwarz-Grün. Das Investitionsvermögen verringert sich seit 2014 kontinuierlich. Und, werter Herr Finanzminister, das hat wenig damit zu tun, das allgemeine Schicksal momentan, dass man Handwerker nicht bekommt, weil das ist schon seit 2014 so, dass nichts in dem gebotenen Maße investiert wird. Und gemessen an den Steigerungen im Personalausgabenbereich fällt die Steigerung bei den Investitionsausgaben deutlich zu gering aus. Da muss man doch einmal selbstbewusst sagen, der Wirtschaftsstandort Hessen in der Mitte Deutschlands, der Impuls, da ist eine Investitionsquote von 8,5 nicht akzeptabel. Wir können mehr, nicht nur konsumtive Ausgaben, investive Ausgaben. Und hier sind nachhaltige und zukunftsträchtige Ausgaben zu tätigen. Die liegen doch förmlich auf der Straße. Und da sind wir wieder auch bei dem Punkt. Welcher Referendar will dann in der Justiz in einem verstaubten Amtsgerichtsgebäude arbeiten? Welcher? Ja, aber so sind teilweise, Herr Hoffmann, das ist nicht überall so modern und hübsch wie hier im Landtag, in ganz Hessen, in den öffentlichen Gebäuden. Und dort muss was getan werden. Oder wie ist es dann mit dem Infrastruktur? Wie ist es dann mit dem Zustand der Straßen? Wie ist es dann mit der Frage Homeoffice? Wie ist es dann mit der digitalen Infrastruktur? Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, gerade im Bereich der Digitalisierung sind Investitionen dringend erforderlich. Denn die Landesregierung macht große Ankündigungen, aber in der Umsetzung passiert wenig. Ja, verbal passiert viel, aber in der Praxis leider wenig. Im Gegenteil, es gibt ein schönes Programm. Es wurde fulminant angekündigt. Es nennt sich Mobilfunkausbauprogramm. Das ist das Förderprodukt 9, EP02. Ja, hochgeflogen, platsch gelandet. Man könnte es auch Programmchen nennen. Was ist passiert in Zahlen? 2019 war das ein Volumen von 50 Millionen € geplant für diese wichtige Zukunftsinvestition. Ich muss nur sagen, Mobilfunkempfang. Jetzt aber im Haushalt 2020 wird das Volumen auf 6 Millionen € gekürzt. Dabei sollen 2020 noch drei. Ich wiederhole, ich habe auch erst mehrfach geguckt, aber es steht drei. Drei Mobilfunkmasten errichtet werden. Man könnte fast Sorge haben, die Digitalministerin hätte 2020 nichts mehr zu tun, weil es nicht so viele neue Mobilfunkmasten gibt, von denen wir ja doch sehr intensiv informiert werden, dass sie die besucht oder ihr Staatssekretär besucht. Aber es gibt ja auch andere Maßnahmen, Ausgaben, z.B. aus Lotto-Toto-Mitteln. Ja, liebe Kollegen,
Einerseits könnte man schmunzeln, andererseits ist es bei dem Thema Digitalisierung schlimm. Deutschland stolpert bei dem Themenfeld Digitalisierung hinterher. Hessen hebt sich da leider nicht davon ab. Das Einzige, und jetzt kommen wir wieder auf die Frage Abteilung oder Ministerium, das Einzige, was bisher auffällt, ist ein wachsender Apparat mit wohlmeinenden Beratern und konsumtiven Ausgaben. Aber in der Sache bewegt sich leider nichts. Man könnte ja fast ein bisschen meinen, dass diese hessische Schuldenschnecke, der ich mich gleich noch widmen werde, die scheint auch bei den Themen ansteckend zu sein. Zukunftsthemen werden verschlafen, der Standort Hessen wird abgehängt. Es wird zu wenig investiert in Hessen, es wird zu viel konsumiert, es wird viel zu viel Geld in grüne Showprojekte wie die Energieagentur, Green Film, neue Archive, Stabsstelle gescheckt. Nur, werte Kolleginnen und Kollegen, das ist nichts, was Hessen als Standort, als Wirtschaftsstandort, als Lebensstandort voranbringt. Aber es scheint vielleicht, wenn man sich die einzelnen Ressorts und die einzelnen Titel da so anschaut, ein Schelm, wer Böses denkt, es scheint ja die Einstimmenmehrheit bei Laune zu halten. Der kommunale Finanzausgleich wiederum, das ist schon sehr faszinierend, was auch der Kollege Reul vorhin ausgeführt hat, dass die Kommunen, ja faszinierend, ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Also, wir Freie Demokraten stehen klar für eine auskömmliche Finanzierung unserer Kommunen. Und man kann ja durchaus sagen, dass das Anwachsen des KFA positiv ist. Aber wir kritisieren ganz klar, dass die Landesregierung dieses System, das, an dem sie auch irgendwie ein bisschen Gefallen findet, wie bei dem starken Heimatgesetz, also erst nimmt man den Kommunen das Geld, um es ihnen dann als kommunales Geld wiederzugeben und zu verteilen. Und das sind diese 400 Millionen €. Und das beschreiben Sie dann als Interesse an den Kommunen. Das ist schon eine interessante Betrachtungsweise. Das ist erstens starke Heimat. Diese 400 Millionen €, das ist fast die Hälfte vom KFA. Und irgendwie erinnert das so ein bisschen an diese Hütchenspiele, die man kennt. Frau Schautz-Sauer, die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Darauf weise ich Sie hin. Bei der mittelfristigen Finanzplanung lautet der Befund klar, die Schnecke ist ins Stocken geraten. Ich habe eben schon von der ansteckenden Krankheit erzählt. Die Schuldentilgung ist leider auf 100 Millionen €, aber das wird uns vielleicht noch der Finanzminister weiter erläutern. Wir Freien Demokraten wollen mehr Investitionen bei Zukunftsthemen, bei der Umsetzung des Digitalpakts und beim Schuldenabbau. Nachhaltig, sicher und klug, Herr Finanzminister Schäfer, das waren Ihre Worte. Sie wollen Hessen stärker machen. Das mag sein, wenn man im Heute und im Jetzt lebt, aber nicht im Morgen. Das, was Sie machen, macht Hessen nicht stärker. Es macht Hessen nicht zukunftsfit. Dieser Haushalt schwächt Hessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.